Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wussten Sie, dass es zumindest eine Stelle in der Bibel gibt, wo eine Seance beschrieben wird, eine spiritistische Sitzung? Und wussten Sie natürlich auch, dass die Bibel eine solche Sitzung aufs Schärfste verurteilt und verdammt? Schauen wir uns zusammen einmal diese Stelle an, und zwar im ersten Buch Samuel, im 28. Kapitel. 1. Buch Samuel, Kapitel 28. Wir lesen hier über den berühmten König Saul, der sich aber von Gott abgewandt hatte. Und schauen wir uns einmal an, was hier geschah. Im 1. Buch Samuel, Kapitel 28. Und fangen wir an zu lesen in Vers 3. Samuel, also der berühmte Prophet Samuel, war gestorben. Und ganz Israel hatte ihm die Totenklage gehalten und ihn begraben in seiner Stadt Rama. Und Saul hatte die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter aus dem Lande vertrieben. Als nun die Philister sich versammelten und herankamen und sich lagerten bei Shunem, versammelte Saul auch ganz Israel, und sie lagerten sich auf dem Gebirge Gilboa. Als aber Saul das Heer der Philister sah, da fürchtete er sich, und sein Herz verzagte sehr. Und er befragte den Herrn, aber wie wir noch sehen werden, war dies keine richtige Befragung. Er befragte den Herrn nicht in der Weise, dass er jetzt anfangen wollte, ihm gehorsam zu sein. Er befragte ihn lediglich, um die Zukunft herauszufinden. Und natürlich, wie wir hier lesen, aber der Herr antwortete ihm nicht. Warum sollte er auch? Saul hatte sich total gegen den Herrn gestellt, in Rebellion. Also der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch das Loslicht, noch durch Propheten. Da sprach Saul zu seinen Getreuen, sucht mir ein Weib, das Tote beschwören kann. Also der glaubte scheinbar, dass hier irgendwie die Möglichkeit bestand, Tote erneut zum Leben zu erwecken oder beschwören zu können. Wie wir dies bereits gesehen hatten, ist das keineswegs der Fall. Aber wenn man sich mit Dingen abgibt, wie zum Beispiel hier mit der Idee, dass man sich an jemanden wendet, der Tote beschwören kann, dann kommt man in der Tat in Kontakt mit Dämonen. Und das ist genau hier geschehen. Also er sagt hier, sucht mir ein Weib, das Tote beschwören kann, dass ich zu ihr gehe und sie befrage. Und seine Männer sprachen zu ihm, siehe, in Endor ist ein Weib, das kann Tote beschwören. Und Saul machte sich unkenntlich und zog andere Kleider an und ging hin und zwei Männer mit ihm, und sie kamen bei Nacht zu dem Weibe. Und Saul sprach, wahrsage mir, weil du, schauen Sie, Geister. Es ging nicht hier um Tote, es ging hier um Geister, um Geistwesen, um Dämonen, die eben auch Geister genannt werden. Wahrsage mir, weil du Geister beschwören kannst, und hole mich herauf, wen ich dir nenne. Und das Weib sprach zu ihm, siehe, du weißt doch selbst, was Saul getan hat, wie er die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter ausgerottet hat im Lande. Warum willst du mir denn eine Falle stellen, dass ich getötet werde? Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach, so wahr der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Da sprach das Weib, wen soll ich dir denn heraufholen? Und er sprach, hol mir Samuel herauf. Als nun das Weib merkte, dass es um Samuel ging, schrie sie laut und sprach zu Saul, warum hast du mich betrogen, du bist Saul. Und der König sprach zu ihr, fürchte dich nicht, was siehst du? Also Saul sah gar nichts, aber dieses Weib gab vor, etwas zu sehen. Und so fragt Saul dieses Weib, was siehst du? Und das Weib sprach zu Saul, ich sehe einen Geist heraufsteigen aus der Erde. Oder die Mengebibel übersetzt, ein übermenschliches Wesen. Es ging hier nicht um Samuel, es ging hier nicht um einen Menschen, auch einen gestorbenen Menschen. Es ging um einen Geist, um einen Dämon, der hier in diesem Falle so tat, als ob er Samuel sei, wie wir jetzt sehen werden. Vers 14, er sprach, wie ist er gestaltet? Also der Saul sah nach wie vor nichts. Sie sprach, es kommt ein alter Mann herauf und ist bekleidet mit einem Priesterrock. Da erkannte Saul, dass es Samuel war. Aber die Zürcher Bibel übersetzt hier genauer, dass es Samuel sei. Nicht, dass er es wirklich war. Aber er erkannte, dass das scheinbar jetzt eine Erscheinung war, die Samuel darstellen sollte. Und es heißt hier, und er neigte sich mit seinem Antlitz zur Erde und fiel nieder. Samuel aber sprach, der Dämon, der jetzt Samuel personifizierte, der vorgab Samuel zu sein, der sprach zu Saul, warum hast du meine Ruhe gestört, dass du mich heraufsteigen lässest?
Saul sprach, ich bin in großer Bedrängnis, die Philister kämpfen gegen mich und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch Propheten. Schauen Sie, Samuel war ein Prophet. Wenn es sich wirklich hier um Samuel gehandelt hätte, dann hätte Gott ja jetzt dem Saul durch Samuel einen Propheten geantwortet. Aber Gott tat dies eben gerade nicht. Und er sagt auch hier, weder durch Propheten noch durch Träume, darum habe ich dich rufen lassen, dass du mir kundtust, was ich tun soll. Samuel, aber dieser Dämon hier, der sprach, warum willst du mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Aber beachten Sie, der Saul, der sah nichts, der Saul, der hörte nichts, der hörte nur das Weib zu ihm sprechen, das aber nun durch diesen Dämon sprach, oder vielmehr der Dämon sprach jetzt durch das Weib. Samuel sprach, warum willst du mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen ist und dein Feind geworden ist? Der Herr hat dir getan, Vers 17, wie er durch mich geredet hat und hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und David deinem Nächsten gegeben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen grimmigen Zorn nicht an Amalek vollstreckt hast, darum hat der Herr dir das jetzt angetan. Dazu, und hier wird jetzt eine Prophezeiung zum Ausdruck gebracht, die dieser Dämon an Saul gibt. Und wie wir sehen werden, diese Prophezeiung wird eintreten. Dazu wird der Herr mit dir auch Israel in die Hände der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Auch wird der Herr das Heer Israels in die Hände der Philister geben. Und genauso sollte es auch kommen und würde es auch kommen. Und Saul würde am nächsten Tag sterben. Dieser Dämon gab eine akkurate Prophezeiung ab. Bedeutet dies nun, dass es von daher dann richtig ist? Oder dass man eben sich dann in Seancen, in spiritistischen Sitzungen an Medien wenden kann oder sollte, um die Zukunft zu erfragen? Das heißt hier in Vers 20, da stürzte Saul zur Erde, solange er war, und geriet in große Furcht über die Worte Samuels, auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte nichts gegessen den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und wie ich sagte, ist das etwas, was dann Gottes Anerkennung findet. Nun, im ersten Buch Chronik finden wir in Kapitel 10 und Vers 13 die Antwort auf diese Frage. 1. Chronik, Kapitel 10 und Vers 13. So starb Saul um seines Treubruchs willen, mit dem er sich an dem Herrn versündigt hatte, weil er das Wort des Herrn nicht hielt, auch weil er die Wahrsagerin befragt, den Herrn aber nicht befragt hatte. Darum ließ er ihn sterben und wandte das Königtum David dem Sohn Isais zu. Schauen Sie, Gott akzeptiert niemals die Idee, dass man sich an Wahrsager wendet, an Zeichendeuter, an Hexen, ob die jetzt schwarze Magie betreiben oder weiße Magie, an die Jünger der New Age Movement und wie diese Dinge so alle heißen, weil man eben dadurch in Kontakt mit Dämonen gerät. Und Gott will absolut nicht, dass wir uns auf solche Mächte der Finsternis einlassen. Schauen Sie, wenn wir uns Gott untertan machen, wenn wir bereit sind, Gott zu folgen, ihm zu gehorchen, dann müssen sich Dämonen von uns wenden. Wir haben dann die Macht, wie Gott sagt, über die Dämonen zu herrschen, sogar in diesem Sinne. Aber es geht darum, sich Gott untertan zu machen. Der Saul hat genau das Gegenteil getan. Er hat gegen Gott rebelliert. Und wie wir noch sehen werden, hat dann er den Einfluss von Dämonen gespürt und sogar in einem Maße, dass er sogar sterben musste, weil er sich sogar dann an Zeichendeuter und Hexen und Wahrsager gewandt hat. In Lukas Kapitel 10 finden wir eine bemerkenswerte Stelle über unser Verhältnis zu Gott und was das dann auch in unserem Verhältnis zu Dämonen bedeutet. Lukas Kapitel 10, angefangen Vers 17. Christus hatte 72 Jünger ausgesandt, das Evangelium zu predigen, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Und so lesen wir hier in Vers 17 von Lukas 10, die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Also er warnt sie hier, er sagt, Satan herrscht hier auf Erden. Er hat eine Rebellion gestartet gegenüber Gott, aber er hat natürlich in dieser Rebellion verloren, aber er herrscht jetzt hier auf Erden. Er kam heruntergefahren wie ein Blitz. Und er sagt hier, seht, ich habe euch Macht gegeben,
zu treten auf Schlangen und Skorpione und macht über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, darauf kommt es nicht letztendlich an. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Dass wir eine Beziehung haben zu Gott, dass unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind, als solche, die im Buch des Lebens niedergeschrieben sind, als solche, die eben von Gott anerkannt sind, als seine Jünger. Darum geht es, darauf kommt es an. Aber wenn dies der Fall ist, dann, so sagt uns Christus hier, hat er uns Macht gegeben über die Dämonen, über Satan, den Teufel. Nun, das bedeutet nun nicht, dass wir alles das, was wir bislang gelernt haben über Satan und seine Dämonen, einfach ignorieren könnten. Wir müssen uns schon klar werden, dass Satan auf dieser Erde herrscht und dass Satan herumgeht wie ein brüllender Löwe, um zu sehen, wen er verschlingen kann. Und dass wir uns sehr in Acht nehmen müssen, nicht in seine Falle hinein zu tappen. Schauen wir uns 2. Korinther Kapitel 2 einmal an. 2. Korinther Kapitel 2. Und angefangen in Vers 10, hier um den Zusammenhang zu lesen. Da sagt Paulus, wem aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, es vergeben um euretwillen vor Christi Angesicht, damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan. Denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinne hat. Schauen Sie, Paulus sagt uns, wir müssen uns Gott untertan machen, wir müssen dem gehorchen, was Gott uns gebietet, wozu auch gehört, jemandem zu vergeben, der gegen uns gesündigt hat. Denn wenn wir es nicht tun, können wir dadurch den Satan einen Weg eröffnen, in unser Leben zu treten. Und er sagt hier, wir wissen sehr wohl, was er im Sinn hat, was er will. Er will uns zerstören, er will uns vernichten. Und wir müssen eben auf der Hut sein, dass wir dies nicht zulassen. Aber Gott kämpft für uns. Seine Engel, seine heiligen Engel, kämpfen für uns gegen die Mächte der Finsternis. Wir lesen dies in verschiedenen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel im Buch Daniel, Kapitel 12. Nun, das können wir mit unseren menschlichen Augen nicht sehen, aber das bedeutet nicht, dass deshalb solche Kämpfe nicht stattfinden. Sie fanden statt in der Vergangenheit, sie finden statt in der Gegenwart und sie werden auch in der Zukunft noch stattfinden, bis Jesus Christus zurückkommt. Daniel, Kapitel 12 und Vers 1. Es geht hier um die große Trübsal, eine Zeit, die noch kommen wird. Eine schreckliche Zeit, die schlimmste Zeit, die die Menschheit je erlebt hat. Und zu dieser Zeit wird hier Folgendes gesagt. Daniel, Kapitel 12 und Vers 1. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, der dein Volk beschützt, der sich als ein Hilfesteller deinem Volk gegenüber erweist, der für dein Volk eintritt, der wird sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buche geschrieben stehen, wiederum deren Namen im Himmel niedergeschrieben stehen. Im Buch der Offenbarung lesen wir von einem Kampf zwischen Michael und seinen Engeln und Satan und seinen Engeln. Und dieser Kampf findet statt zu Beginn der großen Trübsal oder gerade noch bevor die große Trübsal beginnen wird. Es geht darum, den Schutz von Michael und seinen Engeln zu erlangen. Aber es werden noch weitere Kämpfe beschrieben. Und zwar im Buch Daniel im 10. Kapitel. Und auch hier muss man verstehen, dass diese Welt nicht Gottes Welt ist. Nun, das bedeutet nun nicht, dass Satan oder die Dämonen etwas tun können, was Gott nicht ausdrücklich zulässt. Und darauf werden wir noch eingehen. Aber es bedeutet, dass zunächst einmal Satan und seine Dämonen hier auf Erden herrschen und dass alle Regierenden, alle Länder zurzeit nicht Länder sind, die Gott untertan sind. Und das gilt ohne alle Ausnahme. In Daniel Kapitel 10 lesen wir angefangen in Vers 5. Da hat nämlich Daniel eine Vision. Und darauf sind wir bereits schon eingegangen. Aber lesen wir diese Stelle noch einmal im Zusammenhang.
Es heißt hier, er hob seine Augen auf und sah, und siehe, da stand ein Mann. Der hatte leinene Kleider an und einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Aber das war kein normaler Mann, denn in Vers 6 heißt es, sein Leib war wie ein Türkis, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln, seine Arme und Füße wie helles, glattes Kupfer, und seine Rede war wie ein großes Brausen. Und die Möglichkeit besteht, dass es sich hierbei um Gabriel handelte, der ja auch Daniel bereits vorher erschienen war. Lesen wir weiter, was hier gesagt wird in Vers 12. Das ist jetzt das, was dieser Mann, dieses Engelwesen, sagt zu Daniel. Er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst dich zu demütigen vor deinem Gott, schauen Sie, es geht darum, dass er sich vor Gott demütigte, da wurden deine Worte erhört. Also Daniel hatte gebetet um Antwort auf eine Frage und Gabriel scheinbar sagt hier, du wurdest bereits erhört, als du anfingst zu beten, aber es hat gleichwohl hier noch einen gewissen Zeitaufwand gekostet, bis diese Beantwortung in Erfüllung ging, denn da wurden deine Worte erhört und ich wollte kommen, um deiner Worte willen, Vers 13, aber der Engelfürst des Königreiches Persien, was für ein Engelfürst war dies, der hat mir 21 Tage widerstanden. Also da es sich hierbei um einen Engelfürsten handelte, der dem Gabriel widerstand, war natürlich dieser Engelfürst kein heiliger Engel, sondern ein Dämon. Der Dämon, der über dem Königreich Persien herrschte. Der hat mir 21 Tage widerstanden, heißt es hier. Und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe. Und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien. Das war damals. Aber heute sieht das auch nicht anders aus. Im geistigen Bereich finden Kämpfe statt zwischen Engeln und Dämonen, auch heute noch. Und Gott lässt dies zu, wie wir noch sehen werden, aus einem ganz wichtigen Grund. Und so lesen wir hier in Vers 20. Und er sprach, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt muss ich wieder hin und mit dem Engelfürsten von Persien kämpfen. Und wenn ich das hinter mich gebracht habe, siehe, dann wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Schauen Sie, die Herrschaft über Persien würde nämlich durch die Herrschaft über Griechenland abgelöst. Und auch hier würde wiederum ein Dämon, ein gewaltiger, mächtiger Dämon, über Griechenland herrschen. Und alles das ist in Opposition gegenüber Gott und Gottes heiligen Engel. Und er sagt hier in Vers 21, doch zuvor will ich dir kundtun, was geschrieben ist im Buch der Wahrheit. Und es ist keiner, der mir hilft gegen jene, also gegen diese Engelfürsten von Persien und Griechenland, außer eurem Engelfürsten Michael. Und ich stand auch ihm bei im ersten Jahr des Darius des Meders, um ihm zu helfen und ihn zu stärken. Was für eine unglaubliche Schilderung wird uns hier nahegebracht. Mächtige Kämpfe finden im geistigen Bereich statt zwischen Engeln und Dämonen. Und Gott lässt es zu. Und hier, dieser Kampf, der hier stattfand, fand statt für 21 Tage. 21 Tage lang musste Gabriel gegen diesen Engelfürsten kämpfen, bevor er nach Daniel gelangen konnte und zu Daniel gelangen konnte, um ihm die Antwort auf sein Gebet zu übermitteln. Wenn wir manchmal heute nicht sofort Antworten erhalten auf unsere Gebete, mag das vielleicht auch an etwas liegen, was hier in der Bibel angedeutet wird? Wir wissen nicht, warum manchmal vielleicht es etwas länger dauert, bis wir Antworten erhalten auf unsere Gebete. Aber hier, Gott lässt es zu, das ist das Wichtige, worauf es ankommt. Und er lässt es zu aus sehr wichtigem Grunde, denn er könnte ja doch sofort eingreifen. Er bräuchte ja keineswegs den Gabriel hier oder den Michael gegen diese anderen Engel kämpfen zu lassen. Gott ist ja so viel mächtiger als alle Engel, als alle Dämonen. Warum greift er nicht sofort ein? Warum lässt er diese Dinge zu? Wir müssen verstehen, dass Gott einen Plan hat und dass Gott diesen Plan hier auf Erden ausarbeitet. Und zu diesem Plan gehört es auch manchmal, dass er sogar Dämonen zumindest bei der Ausführung seines Vorhabens mit berücksichtigt, dass er zulässt, dass die ihre Taten tun. Wir finden ein sehr interessantes Beispiel im ersten Buch Könige.
1. Buch Könige, Kapitel 22. 1. Buch Könige, Kapitel 22. Und fangen wir in Vers 19 zu lesen. Es geht hier darum, dass einer der schlimmsten Könige Israels, dieser berüchtigte König Ahab, von Gott bestraft werden sollte. Und wie würde Gott dies anstellen? Und so lesen wir hier in Vers 19 von 1. Könige 22, Micha, also ein Prophet hier, der Prophet Micha, der sprach zu dem Ahab: Darum höre nun das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron und das ganze himmlische Heer neben ihm stehen zu seiner Rechten und Linken. Und der Herr sprach: Wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und vor Ramoth zu Gilead fällt? Und einer sagte dies und der andere das. Und da trat ein Geist vor und stellte sich vor den Herrn und sprach: Ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm: Womit? Er sprach: Ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Und Gott sprach: Du sollst ihn betören, sollst es ausrichten, geh aus und tue das. Nun siehe, Vers 23, der Herr hat einen Lügengeist gegeben in den Mund aller deiner Propheten, und der Herr hat Unheil gegen dich geredet. Wir werden auf diesen Geist zu sprechen kommen, um was für einen Geist es sich hier gehandelt haben mag. Wichtig ist zu begreifen, dass Gott nicht lügen kann. Es ist unmöglich für Gott zu lügen. Und Gott wird auch niemals jemandem gebieten, andere zu belügen. Und gleichwohl lesen wir hier, dass ein Geist zu einem Lügengeist werden will und Gott ihm erlaubt, nicht gebietet, aber erlaubt, dies auszuführen, dies zu tun. Und so lesen wir vielfach, dass Gott diese Dinge erlaubt, um eben seinen Plan zu Ende zu führen. In 2. Thessaloniker Kapitel 2 finden wir eine ähnliche Stelle, die noch in der Zukunft liegt. Etwas Ähnliches wird geschehen, wo die Menschen verführt werden durch Lügen. Und Gott erlaubt dies. Er hat einen Grund, dies zu erlauben. 2. Thessaloniker Kapitel 2, angefangen in Vers 9. Es heißt hier: Der Böse, es kann auch übersetzt werden, der Ungerechte, der Gesetzlose, der Verderber. Es wird hier auf den falschen Propheten eingegangen, der auch in dem Buch der Offenbarung beschrieben steht. Er wird hier der Böse genannt. Der Gesetzlose, der Böse wird in der Macht des Satans auftreten. Mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie gerettet werden. Wie ich bereits gesagt habe, es geht nicht nur um die Wahrheit, es geht auch um die Liebe zur Wahrheit. Denn wenn sie die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen, wenn sie nur theoretisch die Wahrheit akzeptieren, wenn die Versuchung kommt, dann werden sie möglicherweise strauchen, weil sie eben nie es gelernt haben, die Wahrheit Gottes wirklich zu lieben. Und so sagt er hier, darum in Vers 11, sendet Gott ihnen die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Die hatten Lust daran, die wollten die Ungerechtigkeit tun, und alle Gebote Gottes sind Gerechtigkeit. Wenn man also die Ungerechtigkeit tun will, bedeutet dies, man will eben die Gebote Gottes nicht halten. Und man hat Lust daran. Christus sagte ja auch den Juden seiner Zeit: Ihr seid Kinder eures Vaters des Teufels, denn die Gelüste eures Vaters wollt ihr tun. Und deswegen erlaubt es Gott, dass die Macht der Verführung in gewaltiger Weise herrschen wird, kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi, noch weitaus mehr, als das heute der Fall ist. Aber das bedeutet nicht, dass Gott Urheber der Lüge ist. Aber es bedeutet, dass er diesen Dämonen erlaubt, Satan erlaubt, ihr Verführungswerk weiter bis zum Höhepunkt zu betreiben. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 19 einmal an. Denn Gott hat dies zu allen Zeiten getan. Und auch hier wiederum erhebt sich die Frage, warum? Warum lässt Gott dies alles zu? Jesaja Kapitel 19.
angefangen in Vers 12. Jesaja Kapitel 19, angefangen in Vers 12. Es geht hier um Ägypten. Das alte Ägypten, aber möglicherweise sogar auch eine Prophezeiung für das zukünftige oder gegenwärtige Ägypten. Da heißt es hier, wo sind denn nun deine Weisen, dass sie dir es verkündigen und anzeigen, was der Herr Zebaoth über Ägypten beschlossen hat? Die Fürsten von Zoan sind zu Toren geworden, die Fürsten von Memphis sind betrogen, die Häupter seiner Geschlechter verführen Ägypten, denn der Herr hat einen Taumelgeist über sie ausgegossen, dass sie Ägypten taumeln machen in all seinem Tun, wie ein Trunkenbold taumelt, wenn er speit. Andere Übersetzungen haben hier einen Geist der Konfusion, einen Geist der Verwirrung, einen unreinen Geist. Es geht hier um einen Geist. Es geht hier darum, dass Gott es zulässt, dass dieser Taumelgeist, der Geist der Verwirrung, über Ägypten herrschen würde. In Jesaja Kapitel 37 lesen wir Vers 7. Jesaja Kapitel 37 und Vers 7. Hier geht es darum, den damaligen König von Assyrien zu bestrafen. Und zwar ging es um einen Zeitpunkt der Trübsal. Es ging darum, dass Assyrien gegen Israel Krieg führte. Und schauen wir uns an in Kapitel 37 und Vers 3, wie dieser Zeitpunkt beschrieben wird. Und ich lese dies vor, weil es durchaus möglich ist, dass dies eine dualistische Prophezeiung ist, die vielleicht auch in der Zukunft noch in ähnlicher Weise sich abspielen wird. Kapitel 37 und Vers 3. Und sie sprachen zu ihm, so spricht Hiskia, das ist ein Tag der Trübsal, der Züchtigung und der Schmach, wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Vers 4. Vielleicht hört der Herr, dein Gott, die Worte des Rabschake, den sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, den lebendigen Gott zu lästern, und straft die Worte, die der Herr, dein Gott, gehört hat. So tue Fürbitte für die Übriggebliebenen, die noch vorhanden sind. Und Gott hörte dieses Gebet. Und schauen wir uns an, was in Vers 7 geschah. Siehe, ich, sagt Gott, will ihn anderen Sinnes machen. Denn er soll ein Gerücht hören, sodass er wieder heimzieht in sein Land. Dann will ich ihm durchs Schwert fällen in seinem Lande. Das heißt, er wird hier ein Gerücht hören. Aber die Elberfelder Bibel übersetzt genauer, ich will ihm einen Geist eingeben, sodass er eben der Lüge glaubt. Schauen Sie, auch hier wiederum lässt es Gott zu, dass ein Lügengeist diesen König von Assyrien verführt, weil er sich eben Gott gegenüber ungerecht und ungehorsam erwiesen hat. Und wie ich sagte, sind dies interessante Äußerungen, auch im Hinblick auf das, was geschrieben steht, was dem zukünftigen König von Assyrien, dem König des Nordens, dem Tier, wie es im Buch der Offenbarung beschrieben steht, zufallen wird. Schauen wir uns auch eine Stelle im Buch Richter an. Richter Kapitel 9. Richter Kapitel 9, angefangen in Vers 22. Richter Kapitel 9, angefangen in Vers 22. Als nun Abimelech 3 Jahre über Israel geherrscht hatte, sandte Gott einen bösen Geist zwischen Abimelech und die Männer von Sichem. Und die Männer von Sichem wurden Abimelech untreu, damit der Frevel an den 70 Söhnen Jerubbaals und ihr Blut käme auf Abimelech, ihren Bruder, der sie getötet hatte, und auf die Männer von Sichem, die ihm seine Hand dazu gestärkt hatten, dass er seine Brüder tötete. Schauen Sie, Gott wollte hier diesen Abimelech bestrafen für seine Untaten, die er begangen hatte. Und er lässt es also zu, dass ein böser Geist jetzt Verwirrung anrichtet, damit eben Gott seinen Plan der Bestrafung durchführen konnte. Eine weitere interessante Stelle findet sich im Buch der Psalmen. Und diese Stelle bezieht sich auf die Ereignisse Ägyptens unter Mose,
die berühmten 10 Plagen. Aber wussten sie, dass auch da scheinbar Dämonen ihre Hände mit im Spiel hatten? Wir lesen dies in Psalm 78, zunächst einmal in der revidierten Lutherbibel. Psalm 78, angefangen Vers 49. Es geht hier um die Ereignisse in Ägypten und er zieht sich hier alle auf. Und in Vers 49, als er die Glut seines Zornes unter sie sandte, Grimm und Wut und Drangsal, eine Schar Verderben bringender Engel, als er seinen Zorn freien Lauf ließ und ihre Seele vor dem Tode nicht bewahrte und ihr Leben preisgab der Pest, als er alle Erstgeburt in Ägypten schlug, die Erstlinge ihrer Kraft in den Zelten Harms. Und er ließ sein Volk ausziehen wie Schafe und führte sie wie eine Herde in der Wüste. Eine Andeutung hier, worum es sich bei der letzten Plage, der 10. Plage, als die Erstgeburt in Ägypten starb, gehandelt haben mag. Die Pest. Aber es geht mir hier um die Aussage in Vers 49, wo es heißt, er brachte eine Schar Verderben bringender Engel. Nun, das kann auch anders übersetzt werden. Die Menge-Bibel übersetzt eine Schar von Unglücksengeln. Die Elberfelder-Bibel übersetzt eine Rotte verderbender Engel. Aber am genauesten übersetzt es die alte Luther-Bibel. Die schreibt nämlich, da er böse Engel unter sie sandte. Scheinbar geht es hier um Dämonen, denen Gott erlaubte, Verderben über Ägypten zu bringen. Und zwar natürlich aus dem Grunde, um Ägypten zu bestrafen, unter anderem für ihre Abgötterei und dafür, dass sie die Israeliten versklavt hatten. Und so finden wir eine weitere interessante Stelle im 1. Buch Samuel, im 16. Kapitel. 1. Buch Samuel, Kapitel 16, angefangen in Vers 14. König Saul war ja zum König von Israel gekrönt worden durch Gott und Gott hatte ihm seinen Heiligen Geist gegeben. Aber dann hat sich ja Saul wiederholt gegen Gott gewandt, gegen ihn absolut rebelliert und schauen wir, was geschieht. Da heißt es in Vers 14, der Geist des Herrn aber wich von Saul. Genug war genug. Und als jetzt der Schutz Gottes von Saul wich, weil sich Saul nicht weiter Gott gegenüber untertan machte, weil er sich nicht unter die Hände Gottes demütigte. Jetzt hatte Satan freies Spiel. Der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Ein böser Geist vom Herrn, weil Gott es zuließ, dass dieser Geist jetzt Saul ängstigen würde. Und da sprachen die großen Sauls zu ihm, siehe, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit er mit seiner Hand darauf spiele. Und wenn der böse Geist Gottes über dich kommt, dann wird es besser mit dir werden. Und so war es in der Tat ja auch der Fall. Als David dann spielte, dann beruhigte sich Saul in seiner Raserei. Aber schauen Sie, warum ließ es Gott zu, dass dieser böse Geist den Saul plagte? In 1. Samuel 18 lesen wir die weitere Entwicklung. Angefangen in Vers 10. 1. Samuel 18 und Vers 10. Der Zusammenhang ist, dass jetzt Saul Neid empfand gegenüber David. Und es wird sogar auch darauf hingewiesen, dass er versuchte, nun den David zu töten. Und er hatte sich wiederum in diese Haltung hineingesteigert. Schauen Sie, was geschieht. Vers 9. Saul sah David scheel an von dem Tage an und hinfort. Vers 10. Am anderen Tage kam der böse Geist von Gott über Saul. Und er geriet in Raserei in seinem Hause. David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand und zückte den Spieß und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus.
Der Saul war bereit, David, seinen Schwiegersohn, zu töten. Der Dämon inspirierte ihn dazu. Gott ließ es zu. Gott ließ es zu, weil Saul sich total abgewandt hatte von Gott. Er hatte, wie wir uns das vorstellen, die sogenannte unvergebbare Sünde begangen. Und sein gesamtes Leben, das dann noch folgen würde, zeigt dies. Ein Hass gegen David, ein Hass gegenüber Gott. Eine Sünde, die er nicht bereuen wollte und von daher auch nicht mehr konnte. Und so hatte David natürlich dann letztendlich das Königtum erlangt, aber Saul hat es zugelassen, dass er total von diesem Dämon, von Satan, dann hin und wieder sogar auch regelrecht motiviert wurde, diese schlimmen Dinge zu tun. Hier in diesem Falle ein Mordversuch beging. Und das hat er dann mehrmals noch getan. Wenn wir heute von diesen unglaublichen Schießereien und Massenmördern hören, wie zum Beispiel jetzt auch in Arizona, und wenn wir dann hören, dass dieser Bursche da sogar im Okkulten tätig war, wer kann leugnen, dass hier Dämonen mit im Spiele sind? Die meisten Menschen heute glauben nicht an Dämonen, die glauben nicht an Satan. Die meinen irgendwie, man kann das so rational erklären, dass dieser arme Mensch da irgendwie jetzt eine Geistesbehinderung hat. Meine Damen und Herren, das sind Dämonen, die hier aktiv sind. Und das müssen wir begreifen. Und wir müssen auch begreifen, dass Satan und seine Dämonen nach wie vor hier auf Erden herrschen. Wir lesen ja auch, dass damals Satan zu Gott kam und sagte, erlaube mir, den Hiob zu plagen. Und Gott ließ das zu, weil er wollte, dass Hiob eine Lektion lernte. Er war nicht so demütig, wie er hätte sein sollen. Er musste lernen, dass eine Selbstgerechtigkeit, die in ihm vorherrschte, zunächst einmal durch die Gerechtigkeit Gottes ersetzt werden musste. Und letztendlich hat das der Hiob ja auch gelernt. Aber schauen Sie, Gott hatte nach wie vor das Heft in der Hand. Er diktierte die Spielregeln sozusagen. Er sagte dem Teufel, so weit kannst du gehen, aber nicht weiter. Und der Teufel wusste dies. Der Teufel konnte nichts gegen Gottes Willen tun. Der Teufel brauchte zunächst einmal sogar die Erlaubnis von Gott, überhaupt Hiob zu plagen. Und wir lesen deutlich, dass Hiob das auch sogar verstand. Er verstand zunächst einmal nicht unbedingt, warum das alles geschah. Aber er verstand, dass Gott das Heft in der Hand hatte. Und er sagte ja auch, der Herr hat es gegeben. Und der Herr hat es genommen. Und der Name des Herrn sei gelobt. Und die Bibel sagt uns, er hat sich damit nicht in irgendeiner Form gegen Gott versündigt. Er hat nicht irgendetwas gesagt, was töricht gewesen wäre, was falsch gewesen wäre. Er wusste, dass letztendlich Gott diese Dinge zulassen muss. Er wusste nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt noch, warum Gott es zuließ, aber er wusste, dass Gott gleichwohl Herrscher über sein Leben war. Nun, als die Plagen dann fortfuhren, hat er natürlich dann manchmal auch Zweifel erhalten. Aber letztendlich hat er gelernt, wie das auch im Jakobusbrief geschrieben steht, dass Gott barmherzig ist und ein Erbarmer. Schauen Sie, das war die einzige Möglichkeit für Hiob zu erkennen, wer er wirklich war und was er wirklich war. Und dann eben diese falschen Ideen abzuschaffen aus seinem Leben. Gott ließ es zu, weil er barmherzig ist. Er lässt es zu, wenn die Dämonen sogar die gesamte Menschheit verführen werden, noch in der Zukunft, damit die ihre Lektion lernen. Denn das wird ja nicht das endgültige Schicksal der Menschen sein. Die werden dann ja erkennen, wenn Christus hier auf Erden herrschen wird, dass sie verführt worden sind von Satan, dem Teufel und seinen Dämonen und werden dann hoffentlich sich zu Gott wenden und tief bereuen, dass sie sich überhaupt auf diese Dinge eingelassen haben. Den meisten Menschen heute kommt das gar nicht zu Bewusstsein, dass diese Dinge, die sie tun, gottfeindlich sind. Selbst sogar, in Anführungszeichen, harmlose Dinge für sich, das Horoskop durchlesen und zu meinen, das Horoskop könnte einem sagen, wie man sich verhalten solle und was in dem Leben eines solchen Menschen geschehen würde. Unfug. Aber gleichwohl sollten wir uns klar werden, dass hin und wieder auch Tierdämonen mit im Spiele sind. Natürlich, wenn es ganz krass wird, wie zum Beispiel diese Seancen oder diese Todesbeschwörungen oder diese spiritistischen Sitzungen, das ist natürlich gravierend. Das ist natürlich absolut okkultisch. Aber es findet kein Wettstreit statt zwischen Gott und Satan.
Es ist nicht so, dass hier die Mächte der Finsternis gegen die Mächte des Lichtes kämpfen und es ist nicht klar, wer da jetzt gewinnen wird. Schauen Sie, Gott hat das Heft in der Hand. Gott ist derjenige, der alles erschaffen hat. Er ist viel mächtiger als alle seine Schöpfung zusammengenommen. Es geht nicht darum, dass es unklar ist, wer gewinnen wird. Das steht bereits fest. Wiederum die Frage, warum lässt Gott dann zu, dass überhaupt Dämonen heute noch tätig sind, in der Weise tätig sind, wie sie es sind? Und warum lässt Gott zu, dass Gottes heilige Engel gegen diese Dämonen kämpfen müssen? Wir finden eine interessante Stelle im 2. Samuel, Kapitel 24. 2. Samuel, Kapitel 24. Und Vers 1. Da heißt es hier, der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel, und er, also der Herr, reizte David gegen das Volk und sprach, gehe hin, zähle Israel und Juda. Und der David, der tat das. Und das war eine schwere Sünde. Denn er zählte seine Armee, entweder um herauszufinden, wie stark er war, ob er stark genug war, einen Krieg führen zu können, oder aber er wollte wissen, ob er stark genug war, sich gegen Mächte, die ihn vielleicht angreifen würden, zu verteidigen. In beiden Fällen war dies ein Treubruch, ein Mangel an Vertrauen in Gott. Und Gott war sehr zornig darüber und bestrafte David sehr stark dafür. Und David hat dies auch erkannt. Er sagt hier in Vers 10, das Herz schlug David, nachdem das Volk gezählt war. Und David sprach zum Herrn, ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Und nun, Herr, nimm weg die Schuld deines Knechtes, denn ich habe sehr töricht getan. Die Tatsache allein, dass er bereits eine Armee hatte, war bereits schon töricht. Und dann noch zu versuchen, seinen Glauben, seine Kraft auf diese Armee zu stützen. Wie merkwürdig klingt das heute in den Ohren moderner Menschen, die meinen, sie müssten Armeen haben, um sich gegen Feinde verteidigen zu können. Und sich natürlich da total von Gott abgewendet haben. Und keinerlei Interesse daran haben, sich Gott zu unterstellen. Aber es geht hier darum, dass es Gott war, der in irgendeiner Form es zuließ, dass eben der David so handelte. Aber schauen wir uns nun einmal die Parallelstelle an. Im 1. Chronik, Kapitel 21 und in Vers 1. 1. Chronik, Kapitel 21 und Vers 1. Hier wird nämlich ein anderer beschrieben, der letztendlich verantwortlich war hier. Es heißt, und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. Und David, natürlich hat die gleiche Reaktion. In Vers 8, da sprach David zu Gott, ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Nun aber nimm weg die Schuld deines Knechtes, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Aber hier wird klar und deutlich gesagt, dass es Satan war, der es tat. Aber Gott ließ es zu. Schauen Sie, wiederum die gleiche Konstellation. Gott ließ es zu, weil Gott wollte nicht nur David, sondern auch Israel bestrafen, weil Israel scheinbar irgendetwas getan hatte, was sehr stark gegen Gottes Gebote verstieß. Gott ließ es zu, dass David dies tat, oder vielmehr, dass Satan dies tat, wie er es auch zuließ, dass Satan den Hiob plagte. Und der Grund war darin, David und auch Israel zur Besinnung zu bringen. Aber wie ich sagte, die Dämonen wissen, dass sie Gott untertan sind. Die können nichts gegen Gottes Willen tun. Wir lesen eine interessante Stelle im Jakobusbrief in Kapitel 2. Jakobus Kapitel 2. Und in Vers 19. Manche meinen, es ist genug, dass man an Gott glaubt, an eine erste Ursache. Das reicht dann schon. Das ist genug, um in das Reich Gottes eingehen zu können. Keineswegs. Hier lesen wir in Jakobus Kapitel 2 und Vers 19. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern.
Die Teufel glauben, dass es Gott gibt. Die Teufel glauben, dass Gott der mächtigste aller Wesen ist. Die glauben das. Die wissen das. Aber sie zittern. Sie zittern, weil sie Gott nicht gehorsam sein wollen. Schauen Sie, die Tatsache, dass sie an Gott glauben, ist total irrelevant, wenn diesem Glauben keine Taten folgen. Warum zittern die Dämonen? Vor was zittern sie? In Matthäus Kapitel 8 finden wir eine interessante Stelle einer Konfrontation, möchte ich einmal sagen, einer Begebenheit zwischen Christus und Dämonen. Matthäus Kapitel 8, fangen wir in Vers 28 zu lesen an. Und er kam ans andere Ufer in die Gegend der Gadarener. Und da fielen ihm entgegen zwei Besessene, oder vielmehr da liefen ihm entgegen zwei Besessene, die kamen aus den Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, sodass niemand diese Straßen gehen konnte. Und siehe, sie schrien, was willst du vor uns, oder was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist? Es war aber ferne von ihnen eine große Herde Säue auf der Weide. Und erbaten ihn die bösen Geister und sprachen, willst du uns austreiben, so lass uns in die Herde Säue fahren. Und er sprach, fahrt aus. Und da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Und siehe, die ganze Herde stürmte den Abhang hinunter in den See und sie ersoffen im Wasser. Und dann flohen die Hirten, und dann kam die ganze Bevölkerung und baten Christus, aus ihrer Gegend zu verschwinden, denen war das gar nicht so geheuer. Die Dämonen baten Christus, in die Säue zu fahren. Und wie das hier in Matthäus dargestellt wird, hört sich das an wie ein Befehl. Wo Christus hier sagt, ja, fahrt aus. Aber es war kein Befehl. Es ergibt sich dies aus anderen Parallelstellen, wie zum Beispiel Markus Kapitel 5. Markus Kapitel 5, in Vers 12. Markus Kapitel 5 und Vers 12. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen, lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Schauen Sie, darum geht es. Die Dämonen wissen, sie brauchen Erlaubnis für ihre Taten. Und wenn es manchmal so heißt, als ob Gott einen Dämon gesandt hat, dann muss man das so verstehen, dass die Dämonen es wollen und dass Gott es erlaubt. Schauen Sie, und er erlaubte es ihnen. Und da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa 2000, und sie ersoffen im See. Und das Gleiche wird in der weiteren Parallelstelle in Lukas Kapitel 8 zum Ausdruck gebracht. Und da wird sogar noch etwas mehr gesagt. Lukas Kapitel 8 und Vers 30. Lukas 8, 30. Jesus fragte ihn, wie heißt du? Und er antwortete, Legion. Denn es waren viele böse Geister in ihn gefahren. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort auf dem Berge eine große Herde Säue auf der Weide. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in die Säue zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Und da fuhren die bösen Geister von den Menschen aus und fuhren in die Säue. Wiederum klar und deutlich wird zum Ausdruck gebracht, dass Christus dies erlaubte. Die Dämonen baten ihn darum. Es war dies kein Befehl, dass sie in diese Säue fahren mussten, aber Christus erlaubte es ihnen. Aber warum sagen sie in Matthäus, quäle uns nicht, bevor es an der Zeit ist? Und warum sagen sie hier im Lukas-Evangelium, gebiete uns nicht, bereits in den Abgrund zu fahren? Was ist mit diesem Abgrund gemeint? Schauen wir uns einmal Offenbarung Kapitel 20 an. Offenbarung Kapitel 20, angefangen in Vers 1. Es geht hier um den Beginn des sogenannten Millenniums, wenn Christus hier auf Erden für 1000 Jahre lang herrschen wird und wir, wahre Christen, unter ihm. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren,
der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Und danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Es geht hier um ein buchstäbliches Gefängnis. Wenn Satan und seine Dämonen nicht mehr in der Lage sein werden, die Menschen zu verführen während dieser Zeit. Aber die Menschen wollen natürlich, oder vielmehr die Dämonen wollen natürlich die Menschen verführen. Und so baten sie jetzt Christus, dass sie nicht bereits jetzt schon in dieses Gefängnis, was auf sie wartete, geworfen werden würden. Schauen Sie, natürlich ist das auch symbolisch zu verstehen. Das Wort Abgrund wird zum Beispiel auch in Römer Kapitel 10 gebraucht. Römer Kapitel 10 und in Vers 7. Römer Kapitel 10 und Vers 7. Und da sagt Paulus, wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen? Aber im Griechischen steht hier, wer will hinab in den Abgrund fahren? Das gleiche Wort wird hier gebraucht. Wer will in den Abgrund fahren, um Christus von den Toten heraufzuholen? Hier wird der Abgrund mit dem Totenreich sozusagen assoziiert. Aber natürlich ist dies symbolisch zu verstehen. Es geht darum, dass wenn man tot ist, dann schläft man, dann hat man keinerlei Einwirkungsmöglichkeit mehr auf andere. Und genau das Gleiche ist mit den Dämonen gemeint, mit Satan gemeint, wenn sie in den Abgrund gesetzt werden. Die können dann nicht mehr andere verführen, die können dann ihr Teufelswerk nicht mehr ausführen. Darum geht es hier. Und die baten also Jesus Christus, dass sie nicht vor der Zeit in den Abgrund geworfen würden, vor der Zeit gequält werden würden, denn die haben dann geistliche Qual. Die wollen ja Menschen verführen, die wollen ja ihr schreckliches Werk vollführen und können es nicht mehr. Schauen Sie, es geht um die geistliche Qual, die sie dann empfinden werden. Wiederum gefragt, warum lässt Gott dies alles zu? Warum greift Gott nicht bereits heute schon ein, um alles dies zu beenden? Schauen wir uns einmal 1. Petrus Kapitel 3 an. 1. Petrus Kapitel 3, die Verse 19 und 20. 1. Petrus Kapitel 3, die Verse 19 und 20. In ihm, in dem Geist, dem Heiligen Geist, ist auch er, Jesus Christus, hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Zunächst einmal predigte Christus zu den Geistern im Gefängnis zur Zeit Noahs. Das ist hier der Zusammenhang. Es geht nicht darum, dass Christus, als er tot im Grabe war für 3 Tage und 3 Nächte, jetzt in die Unterwelt ging, um dort den Geistern zu predigen. Nein, als Christus tot war, war er tot. Ohne Bewusstsein. Es geht hier, der Zusammenhang ist der Zeitpunkt Noahs. Christus predigte zu den Dämonen. Die sind nicht in einem richtigen Gefängnis zur Zeit, aber sie sind Gefangene ihrer eigenen finsteren Haltung. Die leben ja noch nach wie vor auf dieser Erde, die gehen ja noch nach wie vor hin und her wie ein brüllender Löwe, aber sie sind Gefangene ihrer finsteren Einstellung. Von daher sind sie durchaus Geister im Gefängnis, in ihrem eigenen Gefängnis. Und Christus predigte zu denen, der sagte ihnen, eine Flut wird kommen. Alle Menschen werden vernichtet werden, bis auf Noah und diejenigen, die in der Arche sein werden. Warum predigte Christus zu den Geistern im Gefängnis zur damaligen Zeit des Noah? Schauen wir uns Sprüche Kapitel 16 an. Sprüche Kapitel 16 und Vers 2.
Sprüche Kapitel 16 und Vers 2. Einem jeglichen dünken seine Wege rein, aber der Herr prüft die Geister. Der Herr prüft die Geister. Warum prüft Gott die Geister? 1. Korinther Kapitel 6. 1. Korinther Kapitel 6 und Vers 3. Wisst ihr nicht, sagt Paulus, dass wir über Engel richten werden? Wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Wir werden über Engel richten. Richten kann ausrichten bedeuten, einen auf den richtigen Weg lenken und leiten oder dort bewahren. Richten kann aber auch Verurteilung bedeuten, Verdammnis. Denn letztendlich kommt zu Ende eines Gerichtsprozesses ja die Entscheidung. Und so werden wir hier als solche beschrieben, die über Engel richten werden, über gute Engel, die ausrichten werden, leiten werden, aber auch über gefallene Engel, die auch Engel genannt werden in der Bibel, aber es sind halt gefallene Engel, und die werden wir letztendlich auch richten und verurteilen, die Strafe über sie verhängen. Wenn man dies so zusammennimmt, was wir bisher gelesen haben, und uns noch eine weitere Stelle anschauen, dann sollte die Erklärung, warum Gott alles dies zulässt, eigentlich deutlich werden. Im Galaterbrief Kapitel 1. Galaterbrief Kapitel 1 und Vers 8. Denn hier sagt Paulus auch etwas sehr Bemerkenswertes. Galater Kapitel 1 und Vers 8. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Paulus sah es scheinbar als eine Möglichkeit an. Eine Möglichkeit, dass ein Engel vom Himmel ein falsches Evangelium predigen könnte. Denken wir an die Stelle, die wir vorher lasen, als Gott das himmlische Heer versammelt hatte und sagte, wie wollen wir jetzt gegenüber diesem Ahab vorgehen? Und ein Geist trat vor und sagte, ich will ein Lügengeist werden. Die Möglichkeit besteht, dass dieser Geist, als er diese Entscheidung traf, zunächst einmal noch kein Lügengeist war, aber dann zu einem Lügengeist wurde. Dass in diesem Augenblick ein Engel fiel. Erstes Buch Mose, Kapitel 18. Erstes Buch Mose, Kapitel 18, finden wir eine weitere interessante Stelle. Denken wir daran, Gott sagt, er prüft die Geister. 1. Mose 18, Vers 20. Der Herr sprach, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Wo kam das Geschrei her? Nun sicherlich Lot betete zu Gott, der gerechte Lot, der geplagt wurde durch die Sünden von Sodom und Gomorra. Aber das alleine würde nicht für ein großes Geschrei ausreichen. Es war scheinbar ein Geschrei, das von Engeln angestellt wurde, Gott gegenüber, die ihm sagten, das ist furchtbar, was dort in Sodom und Gomorra sich abspielt. Vers 21. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, und ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Gott prüft die Geister. Gott prüft, ob das, was ihm berichtet wird, der Wahrheit entspricht. Nun, ich gehe davon aus, dass Gott es ohnehin wusste. Aber er wollte seine Gerechtigkeit demonstrieren, auch den Engeln gegenüber, dass er sehr sorgfältig nachprüfte, ob das, was ihm so gesagt wurde von den Engeln, der Wahrheit entsprach. Schauen Sie, die Frage, die wir uns stellen müssen, zum Abschluss dieser Serie ist ja doch die folgende. Es gibt sehr viele heilige Engel,
Es gibt aber auch sehr viele Dämonen. Irgendwann in der Vergangenheit sind viele der heiligen Engel zu Dämonen geworden, haben sich gegen Gott gewandt, sind Satan den Teufel gefolgt, sind zur rebellierenden, finsteren Seite übergewechselt. Aber haben alle diese Dämonen, die unvergebbare Sünde begangen, haben sie alle bereits die Entscheidung getroffen, die endgültige, nicht widerrufbare Entscheidung, Dämonen zu sein und Dämonen zu bleiben und niemals sich Gott untertan zu machen? Oder gibt es vielleicht da einige Ausnahmen? Gibt es da vielleicht noch einige, die diese endgültige Entscheidung noch nicht getroffen haben? Ist das der Grund, warum Gott die Geister prüft? Um zu sehen, ob einige vielleicht sich doch noch bekehren könnten. Und das Gleiche gilt auch für die Engel, die im Untertan geblieben sind. Sind auch da einige, die vielleicht noch nicht einmal die endgültige Entscheidung getroffen haben, ihm für alle Zeiten untertan sein zu wollen, die damals halt Michael gefolgt sind und nicht Satan, weil sie vielleicht sogar unter seiner Herrschaft waren. Ist das der Grund, warum Gott nach wie vor diese Kämpfe zulässt, auch zwischen Dämonen und den Engeln, um zu sehen, wer sich bewährt? Schauen Sie, unsere Taten zeigen, was in unseren Herzen ist. Unsere Taten zeigen, ob wir wirklich die Liebe zur Wahrheit, die Liebe zu Gott in uns tragen oder nur pro forma gewisse Dinge tun, weil das halt so gang und gäbe ist, so Usus. Und warum lässt Gott alles dies noch zu, unabhängig jetzt von den Geistern, die er prüft? Nun, es ist ihr Potenzial, wenn sie heute berufen sind zur Wahrheit, unter Christus zu herrschen, wenn er zurückkommt, in wenigen Jahren, wie ich meine, um das Königreich Gottes hier auf Erden zu errichten. Und wir werden dann Könige und Priester sein und mit ihm und unter ihm herrschen auf dieser Erde für 1000 Jahre, wie es klar und deutlich in der Bibel geschrieben steht. Aber Christus sagt uns auch, wir können nur dann herrschen, wenn wir überwunden haben. Er sagte, ich musste überwinden. Er musste Satan überwinden. Er musste seine eigene menschliche Natur überwinden. Er musste die Welt, die Gesellschaft, in die er geboren wurde, überwinden. Und das Gleiche gilt für uns heute. Wir müssen Satan überwinden. Und wir könnten Satan nicht überwinden, wenn Satan gar nicht existieren würde. Wenn Satan nicht mehr herrschen würde. Wir müssen diese Welt überwinden, die von Satan beherrscht ist. Satan hat ja, wie es heißt, die ganze Welt verführt. Und wir müssen natürlich unsere eigene menschliche Natur überwinden und die Einflüsterungen, die von Satan kommen, der uns dazu bewegen und animieren will, gegen Gott zu sündigen. Das ist der Grund, warum Satan heute nach wie vor noch auf dieser Erde herrscht. Damit sie ihn überwinden können. Damit sie sich qualifizieren können für das Reich Gottes. Damit sie den Nachweis erbringen können. Nein, ich werde Satan nicht folgen. Ich werde die Dämonen nicht in meinem Leben irgendeine Rolle spielen lassen. Ich werde für immer und ewig Gott untertan sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.